Prinzessin Greta, wo gehen Sie hin? Wir sind hier noch nicht fertig. Ich mache erstmal eine Pause vom Unterricht. Eine Eisprinzessin hat Pflichten. Erst wenn wir fertig sind, dürfen Sie rausgehen. Bitte! Was ist denn hier los? Eure Hoheit, Prinzessin Greta wollte unerlaubt das Schloss verlassen. Mama, bitte, ich wollte nur eine kleine Pause. Ich wollte draußen ein bisschen spielen. Na gut, du darfst eine kleine Pause machen, aber nicht zu lange. Versprochen. Danke, Mama. Und wo ist Prinzessin Anna? Sie ist in ihrem Schlafgemach und lernt. Gut, danke. Ach, Menno, wieder nix. Aber bald müsste die Eisblume wieder blühen. Die 150 Jahre sind doch um. Verflixt und zugenäht. Ich will nicht länger auf die Krone warten, die in Wahrheit mir zusteht. Und der Palast auch. Vielleicht schaue ich da hinten nochmal nach. Ah, ich wusste es doch. Ja, endlich ist es soweit. Guten Tag, Prinzessin Greta. Guten Tag, Hans. Wo möchte denn die junge Hoheit hin? Ich wollte zum See ein bisschen Schlittschuh fahren. Oh, da wünsche ich viel Spaß. Danke. Und passen Sie gut auf sich auf. Mach ich. Hallo, Anna. Was machst du denn hier? Musst du nicht lernen? Ach, ich habe mich heimlich rausgeschlichen. Lernen kann ich auch noch später. Cool, dann lass uns zusammen Schlittschuhe laufen. Ja, das machen wir. Hey, wer bist du denn? Hab keine Angst. Hallo, ich bin Rudi. Hallo, Rudi. Ihr seid so schön zu zweit Schlittschuh gelaufen. Ich wünschte, ich hätte auch jemanden, mit dem ich Spaß haben kann. Hast du denn niemanden? Leider nein, ich bin ganz allein. Warum denn nicht? Naja, ich muss immer pupsen und keiner will mit mir spielen. Hihi, wirklich? Siehst du, du lachst. Aber nicht über dich. Ich finde dich einfach putzig. Und mir macht es nichts aus, wenn du manchmal pupst. Mir auch nicht. Wir können Freunde sein, Rudi. Wirklich? Echt? Ja, klar. Aber natürlich. Juppi, ich hab wieder Freunde. Juppi. Wie lange ich darauf gewartet habe. Nun habe ich endlich die letzte Zutat für meinen Zaubertrank. Bald bin ich die Eiskönigin. Bald bin ich die Eiskönigin. Juhu, das macht Spaß. Was, Rudi? Naja, es ist mir etwas zu schnell. Ups, Entschuldigung. Schon gut, Rudi. Ich möchte auch mal. Hallo, Wölkchen. Hallo, Anna, was macht ihr so? Wir spielen mit unserem neuen Freund. Hallo, Wölkchen. Willst du mitspielen? Sehr gerne. Wie heißt denn euer neuer Freund? Rudi, und Rudi hat sonst niemanden. Kann Rudi auch dein Freund sein? Rudi ist ein Stinktier, aber natürlich können wir ein Freund sein. Ach, Wölkchen, du bist einfach süß. Das finde ich auch. Schaut mal, wie schöne Blumen das sind. Die habe ich noch nie gesehen. Jetzt brauche ich nur noch das richtige Kleid. Nicht, dass sie sehen, dass ich es bin. Ja, das ist genau das Richtige. Hihi. Guten Tag, gnädigste Frau. Wie ist Ihr Name? Guten Tag. Mein Name ist Prinzessin Rosalia von den Tansalunien. Das Königspaar erwartet mich. Mach mir das Tor auf. Das war ja leichtes Spiel. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich bin die Prinzessin Rosalia von den Tansalunien und ich wünsche, den König und die Königin zu sprechen. Ich habe ihnen ein Geschenk mitgebracht.
Sehr wohl. Guten Tag, Sie wünschten uns zu sprechen? Eure Hoheit, ich habe Ihnen etwas sehr Wertvolles mitgebracht. Das ist aber sehr zuvorkommend. Und was haben Sie uns mitgebracht? Das hier, damit Sie schön schlafen können. Was passiert hier? Hahaha, ich bin schon bald an meinem Ziel. Oh Gott, Peter, was ist geschehen? Wo sind wir hier? Die Hexe hat uns wohl verhext und hier eingesperrt. Oh nein, Anna und Greta sind jetzt ganz allein und ihr ganz ausgeliefert. Ja, und ich hoffe nur, dass die beiden sich verstecken konnten. Greta, wer ist denn das da auf dem Balkon? Keine Ahnung, aber sie lacht sehr böse. Jetzt muss ich mir nur noch die Kinder schnappen. Die meint doch nicht uns. Ich fürchte schon, aber wer ist sie überhaupt? Das ist die Hexe Gombolia. Sie ist sehr böse. Ich bin ihr schon mal begegnet. Sie hat starke Zauberkräfte. Es kann gut sein, dass sie eure Eltern gefangen hat und jetzt noch euch fangen will. Oh Gott, Greta, ich weiß es nicht. Wenn wir doch Mama und Papa finden könnten. Wenn wir wüssten, wo sie die Eltern versteckt hat, könnten wir sie befreien. Ja, ihr Arm. Aber halt, ich weiß doch, wo die Hexe ihr Versteck hat. Wirklich? Ja, ich war schon mal dort und ich kann euch dorthin führen. Das wäre ja klasse, Rudi. Ach, Anna, wir finden sie. Ja, Greta. Dort drüben, da ist die Höhle. Mama, Papa, wir haben euch gefunden. Oh, meine Kinder. Oh, so ein Glück. Anna, Greta, ihr müsst schnell hier weg, bevor die Hexe kommt. Vorher wollen wir euch befreien, aber die Tür ist mit einem Schloss verschlossen. Wir kriegen es nicht auf. Lauft weg, bringt euch in Sicherheit. Nein, Mama, nicht ohne euch. Wusste ich es doch. Ich muss nur eine Weile abwarten und schon lauft ihr mir ins Netz. Ah! Lauft weg! Bitte, lauft weg! Schnell, beeilt euch! Ich würde sagen, es ist zu spät. Oh nein, meine Kinder! Heul doch nicht, die schlafen doch nur. Und jetzt kommen sie zu euch ins Verlies. Endlich bin ich am Ziel. Was sollen wir denn jetzt bloß tun? Wir müssen ihnen irgendwie helfen, aber ich habe keinen Plan, wie. Aber ich. Echt? Und wie machen wir es? Ich habe da einen alten Freund. Der wird uns bestimmt helfen. Der ist nämlich super lieb. Okay. Das ist ein Monster und das soll lieb sein? Du spinnst ja wohl. Wach auf, wir brauchen deine Hilfe. Bitte wach auf. Es ist wirklich wichtig. Wer wagt es, mich zu wecken? Sag ich doch. Der ist überhaupt nicht lieb. Überhaupt nicht. Ich mach mich aus dem Staub. Ach, Wölkchen, du bist es. Hallo, Rufus, wir brauchen wirklich deine Hilfe. Freunde von uns sind von der bösen Hexe gefangen worden und mein Verlies eingesperrt. Und nur du kriegst das Tor auf, weil du mega stark bist. Deine Muskeln sind mega stark, deswegen sollst du das Tor damit aufbrechen, bitte. Na klar, das ist doch ein Klacks. Oh, wir sind dir so dankbar. Schon gut, mit der Hexe habe ich sowieso noch ein Wörtchen zu klären. Hier ist es. Okidoki. Wahnsinn. Vielen Dank. Danke. Das war sehr nett von dir. Danke, liebes Monster. Nennt mich bitte Rufus. Danke, Rufus. Bitte, kein Problem. Kannst du auch die Hexe von unserem Schloss vergreifen? Na klar, auch das ist kein Problem. Endlich bin ich in meinem rechtmäßigen Zuhause. Was zum... Hä? Ah, Hilfe, lass mich jetzt los. Sofort, habe ich gesagt. Loslassen. Hör auf zu zappeln und halt die Klappe. Zur Hilfe, so helft mir doch. Wieso hilft mir denn keiner? Hilfe. Danke, Wölkchen. Und dir auch. Danke, Rudi. Was hätten wir nur ohne euch gemacht? Wir werden dir auf ewig dankbar sein. Was war das für ein verrückter Kram?